Geely und BYD, zwei wichtige Autoaktien aus China, und sie sind beide bekannt und wir haben sie beide hier auch schon mal behandelt, aber das ist eine Weile her und seitdem ist natürlich einiges passiert und darum gibt es zu beiden Aktien heute ein Update und damit willkommen bei Zukunftsmärkte. Über Geely, da haben wir zum letzten Mal hier gesprochen im April und damals schon war die Aktie eigentlich auf dem absteigenden Ast im Korrekturmodus. Es ging abwärts und das hat sich fortgesetzt zwischenzeitlich. Es ist also noch viel mehr nach unten gegangen. Inzwischen haben wir vor uns einen regelrechten Kurseinbruch eigentlich. Das ist der Chart. Geely. Ein Jahr in Hongkong-Dollar hat sich 2018 halbiert in Hongkong und seit 2019, seit Neujahr, jetzt auch schon wieder fast 20% im Minus, also ein sehr dramatischer Kursrückgang zwischenzeitlich. Was ist da passiert? Ich habe hier die Aktie im April damals eigentlich halbwegs positiv besprochen und bewertet, mit Einschränkungen natürlich, aber im Großen und Ganzen positiv. Sie war damals schon nicht mehr so teuer, das Wachstum war immer noch hoch, also im Prinzip ein ganz interessanter Wert. Autoaktien allgemein sind natürlich fast überall stark gefallen, 2018 auch gute Autoaktien, man sieht so allgemein für den Sektor keine großartigen Perspektiven mehr. Eigentlich nirgendwo. Aber in China, die chinesischen Autoaktien, die sind dann doch noch deutlich stärker gefallen teilweise als die Autoaktien anderswo. Und es ist ja auch in China alles ein bisschen anders. Zum Beispiel das Dieselproblem, das gibt es in China ja beispielsweise nicht. Was das Problem ist in China, der Automarkt, der chinesische, der größte der Welt ist, auch eigentlich einer von den Märkten, die normalerweise überdurchschnittlich wachsen. Dieser Automarkt, der schrumpft jetzt. Der Autoabsatz ist 2018 in China zurückgegangen um 6% und das ist dramatisch. Das ist nämlich das erste Mal seit Jahrzehnten, dass der chinesische Automarkt nicht wächst, sondern schrumpft und dann auch noch dermaßen stark. Das hat sich im ersten Halbjahr noch nicht so abgezeichnet, da war das Wachstum langsamer, aber in der zweiten Jahreshälfte, da ging es dann los. Im August ist der Markt nach Absatz um 5% geschrumpft. September waren es dann schon 12% und jetzt im Dezember minus 19% gegenüber vom Vorjahr. Also es wird tendenziell auch noch eher schlimmer momentan. Und damit, wie gesagt, im Gesamtjahr minus 6% auf 22 Millionen Fahrzeuge, Pkw, das ist natürlich immer noch sehr viel, aber es ist ein Rückgang. Der Rückgang ist bedenklich, weil er sagt auch einiges aus über die chinesische Wirtschaft im Allgemeinen, die Konjunktur, die Stimmung, bei den Chinesen. Wir haben das ja auch alles schon behandelt, das Thema China hat ein Problem mit dem Wachstum und es liegt auch nicht nur am Handelskonflikt momentan. Und der Automarkt, der läuft ganz besonders schlecht. Andere Bereiche in China, die wachsen immer noch, aber was wir am Automarkt sehen, das ist schon ein relativ klares Signal, zeigt uns, wie es in China momentan aussieht mit der Konjunktur, mit der Zuversicht bei den Verbrauchern. Die ist nämlich offensichtlich nicht mehr so toll und da muss ich sagen, das hat mich in dem Ausmaß, wie wir es dann gesehen haben, auf dem Automarkt eigentlich auch überrascht. Was noch dazu kommt, zwar natürlich auch Chaos teilweise auf dem Automarkt, das darf man auch nicht vergessen. Also wir hatten zum Beispiel im zweiten Halbjahr eine Senkung der Einfuhrzölle auf Importautos, aber nicht auf Autos aus den USA zum Beispiel. Da hat man die Zölle wegen dem Handelskonflikt angehoben. Das aber auch erstmal. Mittlerweile hat man sie wieder
abgesenkt als positives Signal, als Entgegenkommen. Und das ist aber auch nur vorläufig. Und das heißt natürlich für mich als Autokäufer in China beispielsweise, wenn ich jetzt einen Ford haben will oder einen BMW, der aber vielleicht auch in den USA hergestellt wird, dann habe ich da also miterleben müssen, die sind plötzlich sehr teuer geworden wegen der Zölle und dann wurden die Zölle aber wieder zurückgenommen. Also es besteht da dann gerade bei solchen Autos auch eine hohe Verunsicherung natürlich und der eine oder andere hat dann wahrscheinlich abgewartet und sich lieber erstmal überhaupt kein Auto gekauft. Und dann kommt vielleicht noch dazu, das ist eher meine persönliche Theorie, eine gewisse Hoffnung auf staatliche Subventionen. Also am Aktienmarkt, da spekuliert man ja schon länger drauf, seit der Automarkt da relativ schwach ist, dass da Maßnahmen kommen von der Regierung, die den Automarkt stützen könnten. Zum Beispiel Senkung, der Mehrwertsteuer für Autokäufe. Zum Beispiel nur, hat Peking schon ein paar Mal gemacht, immer wenn die Zeiten eher schwierig waren, da hat man für Neuwagen die Mehrwertsteuer gesenkt. Und wenn ich das jetzt als Autokäufer wieder, wenn ich das auch vermute, dass sowas kommen könnte, dann warte ich natürlich auch erstmal ab mit meinem Autokauf. Und tatsächlich, vor ein paar Tagen, da hat dann auch jemand gesagt von der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission, das ist eine ganz wichtige Behörde in China, der hat also gesagt, man werde jetzt den Automarkt stützen, demnächst mit der einen oder anderen Maßnahme von staatlicher Seite. Ob das dann reicht, diese Maßnahmen, damit der Markt wieder wächst, das muss man abwarten. Aber was ich für sehr wahrscheinlich halte, dass bis diese Maßnahmen, diese jetzt angekündigten Maßnahmen, bis die dann kommen, da wird der Automarkt sich wahrscheinlich weiterhin eher sehr schwach entwickeln, weil jetzt wartet jeder auf Subventionen. Man wäre ja dumm, wenn man jetzt kauft und nächsten Monat da kommt dann eine niedrigere Mehrwertsteuer oder eine Abwrackprämie oder sowas in die Richtung. Also erstmal ist mit Schwäche zu rechnen am Automarkt. Und dieser schwache Automarkt, das trifft natürlich auch ein Unternehmen wie Geely. Geely ist ein sehr großer Autobauer mittlerweile. Geely ist erfolgsverwöhnt und man kann Geely vielleicht vorwerfen, dass man da immer sehr expansiv war, auf Wachstum bedacht, dass man viel investiert hat, dass man auch sehr optimistisch war, weil man ja auch immer stark gewachsen ist dort. Man muss aber auch sagen, Geely hat sich auch 2018 unterm Strich gut geschlagen. Wie gesagt, der gesamte Automarkt, der ist um 6% geschrumpft letztes Jahr. Der Absatz von Geely, der ist gleichzeitig gegenüber dem Vorjahr um 20% gestiegen, also deutlich stärker gewachsen als der Gesamtmarkt. Und auch im zweiten Halbjahr, wo es dann nach unten ging am Gesamtmarkt, da hat man den Absatz auch größtenteils relativ stabil halten können, war auch da besser als die ganzen Konkurrenten bis auf den Dezember. Da kam es dann wirklich dicke, da ist der Absatz von Geely dann plötzlich geschrumpft zum Vorjahr um 44%, also kompletter Einbruch. Offensichtlich hat man da jetzt keine Lust mehr gehabt, dass man groß mit Preisrabatten arbeitet und dementsprechend hat man dann aber auch kaum was verkauft. Und die Autos, die stehen jetzt auf Halde bei den Händlern rum und das ist alles durchaus ein Problem, weil man hat ja schon viel produziert. Und was noch dazu kommt, Geely hat sich außerdem jetzt auch relativ pessimistisch geäußert für 2019 und man rechnet da jetzt auch nur noch mit einem Absatz auf Vorjahresniveau. Also ungefähr 1,5 Millionen Autos in 2019, kein Wachstum mehr, also im neuen Jahr. Und das ist für ein Unternehmen wie Geely schon relativ zurückhaltend auch. Und damit ist, glaube ich, schon viel erklärt von dem Kursverfall, den wir haben. Und es ist auch relativ klar, es wird für Geely wahrscheinlich erstmal nicht so einfach, zumindest die nächsten Monate, aber vielleicht auch länger, vielleicht sogar viel länger. Und viele Analysten sehen die Aktie jetzt auch
negativ eher auch solche Analysten, die früher tolle Kaufempfehlungen hatten. In vielen Fällen sieht man die Aktie jetzt auch negativer sogar als andere chinesische Autoaktien, die grundsätzlich nicht so wachstumsorientiert sind. Geely ist expansionsorientiert. Der Abschwung trifft jetzt umgekehrt Geely wahrscheinlich auch härter als die Wettbewerber. Aber was man auch sagen muss, Aktie ist dafür jetzt auch nicht mehr besonders teuer. Das KGV ist jetzt bei 8 und das 8 bezieht sich auf die Gewinnschätzungen für 2019, die ja schon stark angepasst worden sind nach unten. Und meiner Meinung nach, Chili ist immer noch ein sehr gutes Unternehmen. Chili hat in den letzten Jahren immer wieder gezeigt, dass man da gute Autos bauen kann, gute Autos, die attraktiv sind für den chinesischen Markt, dass man da stark wachsen kann, dass man wirklich konkurrenzfähig ist auch. Ich glaube durchaus, dass 2019 für Geely schwierig werden kann. Das liegt am Marktumfeld, dass eben auch Geely hart treffen wird, aber das Unternehmen hat meiner Meinung nach auch echte Qualitäten. Es ist ein sehr gutes Unternehmen und ich glaube nicht, dass die Erfolgsstory von Chili jetzt ein für alle Mal vorbei ist. Ich bin für die Aktie eigentlich halbwegs zuversichtlich. Was man da jetzt draus macht als Anleger, das muss natürlich jeder selber wissen. Das Sentiment ist wirklich schlecht für die Aktie momentan und hier auch nochmal der Chart, diesmal 5 Jahre, nicht nur das Sentiment, auch das Momentum, die technische Verfassung, das ist im Grunde katastrophal. Wir sind wirklich mitten in einem steilen Abwärtstrend, ganz klassisch ein fallendes Messer, eine Aktie also, die man jetzt im Moment wahrscheinlich nicht unbedingt haben will oder kaufen will. Aber grundsätzlich, mittelfristig finde ich die Aktie nicht so schlecht. Und ich würde auch sagen, wenn sich das alles mal beruhigt von der technischen Seite her und wenn wir vielleicht auch mal ein paar gute Daten kriegen vom Markt oder vom Unternehmen, dann ist das möglicherweise eine sehr gute Gelegenheit. Und was Gelegenheiten betrifft, es ist eine von vielen Gelegenheiten, die wir übrigens haben in China. Es gibt in China viele Aktien, die gut sind, gute Unternehmen und wir haben sehr niedrige Kurse. Gleichzeitig, weil chinesische Aktien sind ja stark gefallen, 2000 Aktien. Es gibt Value, es gibt Werthaltigkeit bei chinesischen Aktien, es gibt da viel Substanz. Aber was mich eigentlich noch mehr beschäftigt momentan, also Value ist ja sowieso immer eine schöne Sache, aber was ist momentan mit den zyklischen Aktien aus China? Wann kann man sich die wieder anschauen? Weil die sind wirklich stark gefallen. Siehe Geely auch, da ist das Sentiment ganz schlecht. Und das sind natürlich die Aktien, die dann wirklich interessant werden, wenn es gute Aktien sind und wenn das Sentiment wieder dreht. Weil der Abschwung, der sagt ja nicht unbedingt jetzt was aus über die Qualität der Aktien oder der Unternehmen. Wir haben den Konjunkturabschwung, selbstverständlich in China. Der ist irgendwie sichtbar, den haben wir. Wir wissen nicht momentan, wie schlimm wird das Ganze und was davon ist zurzeit schon eingepreist, jetzt im Moment. Und ich glaube nämlich, dass bei den Zyklikern in China schon einiges von dem eingepreist ist, was da vielleicht an wirtschaftlichen Problemen noch kommt. Das müssen wir natürlich beobachten. 2019, das machen wir auch hier. Und was Aktien, Einzelaktien betrifft aus der Region, das wissen Sie, da gibt es ja nicht nur unseren Kanal, da gibt es ja auch die Reports von uns, die Zukunftsmärkte-Reports. Für Sie auch kostenlos natürlich. Und da besprechen wir auch Märkte und Einzelaktien im Detail. Und die können Sie auch zusätzlich kriegen für uns, von uns gratis unter www.zukunfts-märkte.de und können das dann eben auch nutzen für Ihre Geldanlage und müssen sich nur einmal anmelden. www.zukunfts-märkte.de und der Link dazu, der ist auch nochmal hier unter dem Beitrag. Geely also mit Einschränkungen, die ich auch im letzten Beitrag noch ein bisschen ausführlicher genannt habe. Marktrisiko natürlich, das Elektroautorisiko, der Lynko, die
neue Automarke von Chili. Das sind alles gewisse Einschränkungen, ist auch alles wichtig, aber grundsätzlich auf dem Kursniveau bei den Qualitäten, die das Unternehmen hat, meiner Meinung nach eine interessante Aktie auf mittlere Sicht. BYD dann, die BYD-Aktie, da ist die Lage anders. Wir haben hier auch ein Jahreschart. Da haben wir auch gehabt eine starke Korrektur in der ersten Jahreshälfte, aber die ist dann vorbei im August und da geht es eigentlich schon wieder aufwärts. Und wir haben damit die Situation, dass sich die Aktie im zweiten Halbjahr wirklich positiv abgesetzt hat, also positiv vom Gesamtmarkt, von chinesischen Aktien oder Schwellenländeraktien allgemein und aber insbesondere auch vom China-Autosektor, der ja wirklich im Durchschnitt deutlich schlechter gelaufen ist als die BYD-Aktien. Nur jetzt seit Dezember, da sackt sie dann auch wieder durch, da haben wir dann wieder Verunsicherung. BYD baut Autos, vor allem auch Elektroautos, und BYD ist gleichzeitig ein sehr großer Batterieproduzent. Lithium-Ionen-Batterien ist in dem Bereich eins der größten Unternehmen weltweit. Bei Elektroautos, da ist BYD auch der Marktführer in China, und Sie wissen vielleicht, auch für Elektroautos ist China der wichtigste Markt weltweit mit Abstand, und im Gegensatz zum chinesischen Automarkt allgemein, da wächst der Elektroautomarkt auch noch. Also wir hatten die ersten 9 Monate zumindest ein Wachstum, ein Absatzwachstum bei Elektrofahrzeugen von 81% auf 721.000 Fahrzeuge, und wir wissen es noch nicht genau, aber wir dürften letztes Jahr 2018 insgesamt die Million geknackt haben, auch auf dem chinesischen Markt. Ist noch nicht offiziell. Und Elektroautos, der Bereich, das wird ja auch von der chinesischen Regierung ganz massiv vorangetrieben. Und das sind die Marktanteile der chinesischen Autohersteller im Elektroautobereich. Das ist von 2017, ist also nicht ganz aktuell, aber man sieht die Kräfteverhältnisse. Die Marktführer waren 2017 BYD und Bikemotor. Und dann kommt schon lang nichts mehr, und dann ist der nächste größte Anbieter SAIC-Motor. Das ist schon gleich weniger als die Hälfte vom Absatz. Und ganz rechts Platz 10 und Platz 11, da sehen wir Chili und Tesla, die da noch relativ wenig präsent waren, die aber jetzt natürlich angreifen wollen, und wie allerdings die anderen Unternehmen auch alle. Was wichtig ist, wenn man Elektroauto-Marktführer ist in China wie BYD, dann heißt es nicht automatisch hohe Gewinne. Zum Beispiel im ersten Halbjahr, da hatten wir bei BYD einen Anstieg der verkauften Elektroautos von 121% auf 76.000 ungefähr. Aber trotzdem, der Gewinn ist gleichzeitig eingebrochen um 72%, weil China baut die Elektroautosubventionen ab momentan, und viele Modelle, die BYD da hatte, die sind auch nicht mehr in den Genuss dieser Subventionen gekommen, die sind nicht mehr gefördert worden. Und umgekehrt, im dritten Quartal, da gab es dann neue Elektroautomodelle von BYD, und da ist dann der Gewinn auch nur noch um 2% zurückgegangen. Die Gewinnentwicklung hat sich also im Vergleich zum ersten Halbjahr stabilisiert im dritten Quartal. Das war besser, und dementsprechend eben auch die Kursentwicklung, Kursrutsch im ersten Halbjahr und Kursstabilisierung dann im zweiten Halbjahr. Wie könnte es jetzt weitergehen bei BYD? Da will ich nochmal betonen, ich halte BYD wirklich für kein schlechtes Unternehmen. BYD hat sich wirklich durchgesetzt, ist ein sehr wettbewerbsfähiger Konzern, auch weltweit. Also die Taxis und die Elektroautobusse von BYD, die gibt es weltweit, auch bei uns, auch in Deutschland zum Beispiel, auch in den USA. BYD ist keine Eintagsfliege, das ist keine kleine Bude, das ist ein sehr starkes Unternehmen, das weltweit was zu zeigen hat und was zu bieten hat. Aber für BYD spielt die Musik auch in China
China senkt die Subventionen für Elektrofahrzeuge. Nächstes Jahr werden sie dann ganz weg sein. Dann läuft alles nur noch über Quoten, über ein Quotensystem und über Zulassungsbeschränkungen vielleicht im einen oder anderen Fall. Der Wettbewerb im Sektor wird härter werden. Wir haben immer mehr Modelle, immer mehr Hersteller in China. Es drängt jeder auf den Markt. Der Markt wächst zwar stark. BYD ist der größte Anbieter momentan, aber ich kann es nur wiederholen, es wird sich wahrscheinlich verschärfen. Es werden Produktionskapazitäten hochgezogen für Elektroautos momentan, enorme Kapazitäten, und wir können heute nicht sagen, wer wird sich da schlussendlich behaupten und wie wird das sein in ein paar Jahren mit den Preisen und mit den Gewinnmargen bei den Herstellern. Und was noch dazu kommt, die Erwartungen an BYD sind relativ hoch am Markt. Also es sind viele Autoaktien in China ja inzwischen sehr günstig bewertet. Das ist bei BYD nicht so. Das KGV auf 2019, das liegt momentan bei 22 noch. Das heißt, der Markt ist zuversichtlich irgendwo für das Unternehmen. Das ist ja sehr schön auf der einen Seite, aber andererseits diese Erwartungen, die muss man auch erfüllen in den nächsten Jahren, und das wird vielleicht nicht ganz so einfach. Es gibt schon viele Anleger, die sind da sehr überzeugt von BYD, hört man ja auch immer wieder, ja, wahnsinnig unterbewertete Aktie, da ist vom Kurs her viel mehr drin. Das kann schon alles sein, aber dafür muss es auch wirklich gut laufen die nächsten Jahre, und das ist nicht selbstverständlich, hat man 2018 eben auch schon gesehen. Da müssen Erwartungen am Markt jetzt erfüllt werden, und die könnten eben auch enttäuscht werden. Der Markt hat die Aktie gut behandelt, relativ gut noch im letzten Jahr, aber Bewertung ist vergleichsweise hoch. Was noch kommen kann, was ein Impuls sein könnte bei BYD irgendwann in den nächsten Jahren, ist ein Börsengang des Batteriebereichs. Das könnte führen zu einer Höherbewertung, dass man dann sieht, naja, was man da eigentlich für Werte vor sich hat. Der Börsenwert insgesamt von BYD liegt momentan bei 14 Milliarden Euro ungefähr. Und wir haben aber einen Konkurrenten, Amperex in China, ist in Shanghai an der Börse. Das ist ein reiner Batterienproduzent, chinesischer, der ist schon 21 Milliarden Euro wert. Amperex ist aber auch größer als BYD, momentan noch deutlich größer. BYD holt da auf, BYD wird aber dafür natürlich auch noch ein paar Milliarden Euro investieren müssen in die Batteriefertigung. Also auch die Stromspeichersparte, die bringt schon Chancen mit sich, ist aber auch ein teures Geschäft, ist auch kein einfaches Geschäft. Also sowohl Chancen auch von dieser Seite als auch Risiken, das muss man beobachten. Auf jeden Fall BYD meiner Meinung nach kein Selbstläufer. Ich bin für die Aktie, obwohl ich das Unternehmen für gut halte, etwas skeptischer als viele andere Beobachter. Soweit zu Geely und BYD, und es ist sicher nicht das letzte Mal, dass wir die Aktien hier behandeln, aber wir bleiben auf jeden Fall bei China und bei den Elektroautos. Ich habe ja gesagt, der Wettbewerb wird wahrscheinlich härter, und wir schauen uns gleich in ein paar Tagen schon auch zwei Herausforderer an auf dem Sektor. Das sind dann keine klassischen Autobauer, sondern neue Unternehmen aus China, die auch einiges anders machen in dem Bereich. Und wir stellen uns dann die Frage, welche Chancen haben diese Neulinge dann auf dem chinesischen Elektroautomarkt. Kommt in ein paar Tagen hier bei Zukunftsmärkte, also bleiben Sie dran, verpassen Sie es nicht. Und wenn Sie sich anmelden hier am Zukunftsmärkte-Kanal, dann immer auch gleich die Glocke drücken. Das ist die Benachrichtigung, wenn die neuen Beiträge dann da sind. Das war's. Ich freue mich natürlich auf Ihre Kommentare, auf Ihre Meinung zu diesen Aktien oder Ihre Vorschläge oder neue Aspekte, die Sie vielleicht haben. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg im neuen Jahr auch mit Ihren Aktien wieder, und wie immer auch herzlichen Dank Ihnen fürs Zuschauen.